Rund 140 Unternehmen und Weiterbildungseinrichtungen präsentierten sich auf der zweitägigen Ausbildungsmesse Sprungbrett in Ludwigshafen. Nicht nur die Auswahl an Berufen wird immer größer, auch die Besucherzahlen steigen. Da ist es gut, wenn man direkt mit den Firmen ins Gespräch kommen kann. Wie auf dem Gemeinschaftsstand der Chemieverbände Rheinland-Pfalz. Hier geben Azubis und Ausbilder von 5 verschiedenen Unternehmen Antworten auf alle Fragen. Neben Gesprächen geben kleine spielerische Übungen Einblick in verschiedene Berufe. Geschicklichkeit ist gefragt, aber auch Verständnis für technische Berufe, denn die Chemie hat viele Gesichter. Chemikant und Chemielaborant sind nur 2 von 8 Ausbildungsberufen am Stand. Der Elektroniker zum Beispiel ist wenig bekannt. Um das zu ändern, können Interessenten kleine Bausätze zusammenbasteln. Der 15-jährige Leonard Buchner will es wissen. Das schwarze Kabel raus, muss hier dran. Ich muss mal gucken, wie es da gemacht ist. Ja, das sieht man nicht ganz so gut. Ein gutes Verhältnis zum Auszubildenden ist von zentraler Bedeutung. Alle Unternehmen haben ein offenes Ohr für deren Nöte und Sorgen. Fragen werden beantwortet, dann geht's für alle voran. So, jetzt geht's weiter mit Schritt 2. Da hat sich hier die LED, die das anzeigt, ob der Ventilator läuft oder nicht. In weniger als 5 Minuten läuft der Ventilator. Bei Leonard auch kein Wunder, er hat schon länger seine Liebe zur Technik entdeckt. Schon viel mit Lego gespielt auch und dann auch Lego-Technik gehabt, dann Fischertechnik und Elektronik macht Spaß. Was aber mit den Schülern, die noch unentschieden sind? Die Chemie ist einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz und bietet neben den technischen auch kaufmännische Ausbildungsberufe und duale Studiengänge an. Altermann, BK Giulini, Renolith, Raschig und Wöllner sind traditionsreiche Firmen, Spezialhersteller von Farben, Folien und Kunststoffen. Zuverlässig und erfolgreich beliefern sie alle Industriebranchen. Wer hier angenommen wird, profitiert von hohen tariflichen Leistungen. Aber natürlich haben auch die Unternehmen bestimmte Anforderungen. Die Personalreferentin der Wöllner Gruppe bringt es auf den Punkt. Ja, wir erwarten gute Noten natürlich in den Bereichen der Naturwissenschaften, wenn es um Chemieberuf geht oder eben in den Sprachen, also Deutsch und Englisch und auch Mathematik, wenn es um die kaufmännischen Berufe geht. Die Noten sind aber nur das eine. Ebenso wichtig ist ein ehrliches Interesse. Auch Anstrengungsbereitschaft wird immer mehr zur Schlüsselqualifikation. Wer etwas lernen will, findet in der chemischen Industrie vielfältige und gut bezahlte Arbeitsmöglichkeiten. Thank you.